Wie geht es der Gleichstellung heute im 2019? Wir haben die Ausserrhoder Bevölkerung gefragt. Film ab. Die Frau muss kochen und ich muss jetzt hier schindeln. Die ganze Vielfalt von Menschen, die hier zusammenkommen, da ist Gleichstellung, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben, die gleichen Chancen. Ich achte aber darauf, dass ich meine drei Buben genderneutral erziehe. Ich finde, wir haben mega gute Fortschritte gemacht. Egal, ob wir Männer oder Frauen sind oder ob wir aus Deutschland kommen oder aus der Schweiz. Die Gleichstellung ist heute selbstverständlich. Im Beruf, in der Familie, in der Gesellschaft, so dass ich mir das eigentlich gar nicht mehr muss überlegen. Ich muss jetzt schindeln. Sira, keine Zeit jetzt. Jetzt muss ich schindeln. Das Zeug muss fertig werden heute. Es ist ein ländlicher Kanton. Es ist vielleicht etwas anders als in einer Stadt. Das ist etwas, was ich selber erfahren habe. Im Werbungsprozess oder so ist man oft halt als Frau benachteiligt. Also, du bist fast mehr Frauen angestellt haben als Männer. Und jetzt Pilot hat sie dann gerade 1, 2, 3 Kinder und fällt ständig aus. Und nachher, wenn man 1 Kind hat, ist man eine tickende Zeitbombe. In so einer Kommission jemand, der vielleicht ein bisschen eine tiefere Stimme hat und vor allem auch schon ein bisschen mehr Gewicht. Da habe ich gemerkt, dass in unserem Kanton vielleicht noch nicht immer so gut bestellt ist um die Gleichstellung. Weißt du auch nicht? Nein, komm, hör mal auf. Dann haben sie dann wieder Angst, oh, jetzt kommt dann ein zweites Kind und dann fällt sie wieder aus. Und ja, nachher mit 2 oder mit 3 Kindern stellt dann nachher eh niemand mehr an und dann ist ja schwierig. Unsere Tochter ist die erste in der Familie, die überhaupt eine Maturität macht. Jetzt im Sommer ist die erste und wir sind alle stolz drauf. Die Gleichstellung im Weg steht eigentlich der Mensch selber. Wenn ich dann irgendwann mich für einen Posten bewerbe, mich Angst haben muss, dass nur weil ein Mann die gleiche Stelle will, dass er dem bekommt, weil er ein Mann ist.